Netflix! No, Netflix! Der Chat ist wieder mal am Durchdrehen, wie immer. Wieder behinderte Menschen mit mir zusammen hier. Schön, dass wir uns hier versammelt haben. Mal so nebenbei, kann sein, dass ich ab und zu mich damit so ein bisschen wegwischen muss, weil es ist wirklich todesheiß hier bei mir gerade zu Hause. Ich habe so eine scheiß kackalte Wohnung und wir lüften hier auch sehr viel. Ich habe hier meinen Balkon offen und hinten auch das Fenster, aber leider bekomme ich hier mehr Wärme rein als raus. So, ich glaube, für euch ist es besser auch so, oder? Was sagt ihr? Ja, passt schon. Unge versus Monte, das Finale, YouTube-Kacke. Ich sag gleich ganz offen und ehrlich, ich habe das alles sowieso am Rande mitgekriegt. Ich glaube, nur ein Video habe ich mal mitgekriegt. Glaube ich. Und das aber auch vom Livestream von Monte. Das heißt, also nachgeschnittenes Livestream von Monte, ja. Deswegen, keine Ahnung, aber interessant. So, worum es hier überhaupt geht. Was hier Sache ist, ich muss mich langsam an diese YouTube-Kacke so ein bisschen herantasten, denn es kommt verdammt viel gerade raus und verdammt neue Sachen, was auch wirklich sehr interessant ist. Deswegen, wir schauen uns das mal an. Also, falls ihr alles verpasst habt, die ersten Teile. In diesem Universum leben. Okay, das habe ich mitgekriegt hier. Monte im Knast, meine ich. Das war sogar schon Teil 3. Oh, boah, ich habe noch Teil 2 gar nicht geguckt. Okay, ich bin anscheinend im Rentneralter. Voll alles verpasst. Monte und ich in dem gleichen Haus. Aber Monte war jetzt im Knast. Und Monte ist jetzt ausgebrochen aus dem Knast. Ist jetzt wieder in der gleichen Wohnung, ja? Ich bin's, Tim! Ich hoffe, das passt euch so. Der Screen. Oder sollte ich doch lieber Fullscreen machen? So. Ich lass erstmal so. Ich hab gespuckt gerade. Aber jetzt freue ich mich, dass er auszieht. Moin, aktiven Freunde, und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Ich habe mir gedacht, euch würde es mal interessieren, wie die Wohnungen aussehen, die ich mir gekauft habe. Was? Montana Black Dutton 2019. Das ist eine Wohnung in Hamburg und hier wohnt Monte. Moment. Also verstehe ich das richtig. Ihr könnt mich korrigieren, auch die Monte-Fans da draußen. Ich habe mal so mal am Rande mitgekriegt, der hat sich jetzt, glaube ich, ein riesengroßes Haus gekauft. Wenn nicht sogar eine Villa, wenn ich mich nicht täusche. Und davor, in der Wohnung, in der er, glaube ich, lebt, hat er für sich, glaube ich, gekauft oder mietet er sie an? Ich habe mal so ein Video gesehen, wo er auch Wohnungen gekauft hat und eine davon, glaube ich, auch für seinen besten Freund oder vermietet das auch an seinen besten Freund. Aber ich bin da nicht so drin, muss ich sagen. Deswegen wäre es nett, wenn jemand mir so ein bisschen auch anstupst, so in den Kommentaren sagt, so und so ist das. Das wäre richtig geil, nett. Danke. Also 160.000 Euro. Oder könnt ihr das alle machen? Aber ich habe keinen Bock, jetzt gerade alles hier zu lesen, Digga. Das dauert dann 10 Stunden. Dieses Video wird dann unnötig in die Länge gezogen. Okay, ich schreibe mich. Okay, alles klar. Danke. Ach ja, scheißegal. Oh, Spannung liegt in der Luft, Leute. Spannung. Monte! Monte! Picture this. Boah, das ist geil. Das ist geil gemacht. Wie so ein Western-Film, dieser. Boah, das ist geil. Da fährt er. Der Drogendealer. Boah, dieser Intro, diese. Boah, das ist geil. Das ist richtig geil, Mann. Respekt. Das ist gut. Da können sich einige deutsche Filmemacher mal so eine Scheibe abschneiden, wie man so ein Intro macht. Ich dachte, ich bin Teamspeak. Ich habe mitgekriegt, dass Unge gerade auch so ein bisschen Beef mit Leon hat. Das müssen wir uns auch auf jeden Fall mal anschauen, was da los ist. Dieses Mikro fuckt mich wieder ab. So.
Entfernung. It's a prank, motherfucker! Wo ist denn überhaupt die Versöhnung Sex Leon Machia Mimi? Okay, Montanas Raum. Monte Unge Big Mix Bandkammer. Okay, wäre da wahrscheinlich einmal drin. Oh, warte. Big Mix Bandkammer und Big Mix selber sitzt da drin, okay. Digga, es nervt. Mann, Monte. Geh einfach, Digga. Okay. User disconnected from your channel. Und jetzt hier, Big Mix Bandkammer. Warte auf Entbannung. Abdel, Böhmermann, Niefstein, Mirella. Sehr geil, sehr geil. Darauf können die lange warten wahrscheinlich. User joined your channel. Och, Junge. Ich bin unlustig. Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt wieder raus, Pony weg. Okay, der war nicht schlecht. Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt wieder raus, Pony weg. Alles klar. Gut, musste ich mir merken. Nicht schlecht. Jeder Mensch hat eine gewisse Privatsphäre verdient. Und? Ja, aber Digga, der Schnitt ist so, der Schnitt ist richtig Hammer. Allein schon für Schnitt Daumen hoch. Schnitt ist richtig gut gemacht. Krass. Digga, willst du mich jetzt von der Seite viel kämpfen? Ich bin heterosexuell. Was? Ich glaube, die Kamera von mir ist nicht so günstig, oder? Oder weiter runter? Ich schieb mal weiter runter. Also, ich weiß es nicht, aber ich habe bestimmt 100.000 Euro für Anwalt bezahlt. Das ist eigentlich gar nicht so viel, Digga. Wenn ich jetzt überlege, dass ich jetzt diesen Mal 40.000 gemacht habe. Digga, wer arbeitet denn für so wenig Geld? Digga, also, 40.000 im Monat, Unge. Wer arbeitet für so wenig Geld, Digga? Luxusprobleme. Ich flexen, aber ey, ich habe jetzt schon einen achtstelligen Millionenbereich von meinem Konto. Und zwar habe ich in die Beyond Meat Aktie letztes Jahr investiert. Das ist einfach nur aus Überzeugung, weil es halt ein veganes Produkt ist und weil das so ein bisschen diesen veganen Spirit hat. Und ich dachte, ja komm, ich stecke da mal gut was an Geld rein, weil ich hatte einfach was über. Und die ist dann richtig explodiert. Danach habe ich das Geld davon mir genommen und habe es in die Tesla-Aktie gesteckt, weil ich dachte, ja, Tesla, das sieht gerade. Alter, wie viel Schokostreusel macht Monte denn auf diesen Kack-Joghurt hier? Bruder, nimm dir gleich einen Schoko-Joghurt. Gut aus und so. Elon Musk, der macht das schon ganz gute Sachen und dann ist die auch noch explodiert. Und aufgrund dessen hatte ich einfach ein bisschen Geld rüber. Hallo? Hey, ist ja schön und gut, was du da erzählst, aber wo ist der Bus mit den Leuten, die es interessiert? Oh mein Gott, das gibt Krieg. Your channel was edited. Karaoke Bar, okay. Völlig losgelöst. Von nein! Schwebt das Raumschiff. Wann hat Unge das gemacht? Das habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Was geht? Völlig schwerelos. Sei mir nicht sauer. Ich glaube immer an das Gute im Menschen. Aber die Frage ist halt... Und das, was du willst, ist das, was ich brauche. Gib mir Tani, gib mir Tani, gib mir Tani. Halt deine Schnauze! Das ist so geil! Gib's dir, Doggy! Das hab ich mitgekriegt, das ist krank, Mann! So hab ich dich aber nicht erzogen. Deine Hunde, Sohn! User joined your channel. Bitte. Corona, wer ist Corona? Versucht. Moment, wer ist Corona? Corona? Was ist das? Mir wird hier Animes empfohlen, Corona. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Nachzudenken. User. Was soll das sein, Mentalist? Was? Ach, so ein Typ, der so zum Beruhigen da... Ach so, alles klar. Danke, Jungs. In your channel was kicked from the server. User joined your channel. There's a sound that no one knows. What does the clock say? Ring, 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 ring. Dass das Herr Nüfstein nicht peinlich ist. Also mir ist einiges auch schon peinlich, aber das ist cringe as fuck.
Entschuldigt bitte. Das war cringe, dein Urgroßvater, Digga. Ja, verpiss dich doch. Also es war wirklich richtig cringe. Ja, keine Sau interessiert sich für dich. Du hast nichts zu Artikel 13 gelassen. User in your channel was kicked from the server. So ein Wichser. In erster Linie tut es mir leid für Mehmet. Oh mein Gott, das tut mir leid. Also ich muss auch noch mal einfach mal zusammenfassend sagen, unabhängig davon, geil, wie das jetzt hier ausgeht, ich finde es eigentlich um die Gesamtsituation sehr schade und ich hoffe, dass das nicht so ausgeht, wie es jetzt ausgeht, sondern dass man sich da irgendwie die Hand... Das ist doch hier im Livestream gewesen, wo die diesen Konflikt geklärt haben oder klären wollten zwischen Abdel und Tanzverbot. Dabei war auch, glaube ich, Unge. ...reicht und dass wir erwachsene Männer dann... Schauspielerische Höchstleistung on point. Also ohne Scheiß, dir kann man es nicht recht machen. Du bist so ein Hurensohn. User joined your channel. Das nächste Mal, wenn ich zurückdisse, dann wird's richtig heftig. Imagine me and you, I do. Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Du wirst das bekommen, was du verdienst. Du wirst direkt sterben. So, Mann, wir haben ein sehr brisantes Thema. Der YouTuber Simon Unge hat Montana Black vergiftet. Unge vergiftet Monte und klaut seine Rolex. Breaking News. Unfassbar, wie gut das gemacht wurde. Allein schon, wo die so reden über Teamspeak. Und dann, wenn du redest, leuchtet ja dieses Lämpchen immer auf. Und das ist so gut gemacht worden, wie das Lämpchen auch so aufleuchtet. Unfassbar gut, ja? Unfassbar gut. Und die Anklage wirft... Und Monte hat ihn jetzt wie so eine Voodoo-Puppe, wo er mal so Nadel einstechen kann, damit das Opfer stirbt. So Monte so mit seinem Brain, wie ich werde dich vergiften. Du willst sterben. Die Mord vor. Kannst du die Leiche verstecken? Sabine, kannst du die Leiche verstecken? Ich glaube, wir kriegen gleich Besuch von der Polizei. Aufstehen! Wer ist da bei meinem Livestream eingeschlafen? Ja! Achso, ist jetzt quasi Monte ein Geist und verfolgt dann Unge? In seinen Träumen, oder was? Also wirklich Baba gemacht. Kann man überhaupt nicht sagen, dieser Schnitt auch allein schon sowas zu machen, dauert sehr viel Zeit, ja. Man cuttet ja immer so einzelne Fragmente aus irgendwelchen Videos raus, ist schon heftig gut gemacht. Heftig gut gemacht. Also Respekt. Sehr geil und lustig, vor allem, denke ich.